Herz öffnen. Impulse zu Advent in 6 Teilen. Teil 4: Geborgen in der Gemeinschaft. Mein Herz öffnen. Wie mache ich das? Mache dich auf und werde Licht, denn dein Licht kommt. Jesus reitet auf einem Esel in die Stadt Jerusalem ein. Er zieht ein wie ein König, aber als ein sanftmütiger König. Er reitet nicht auf einem Pferd, sondern auf einem Esel. Als Zeichen dafür, dass er sich auf die Augenhöhe der Menschen begibt und nicht vom hohen Ross auf sie herabschaut. Er reitet auf einem niedrigen Esel in die Stadt. Die Stadt kann als Symbol für mich selbst stehen. Ich bin ein Gebilde aus Körper, Seele und Geist, gebaut aus vielen Dingen, so wie eine Stadt oder ein Haus. Und das heißt dann also, Jesus kommt als ein sanfter König zu mir. Was kann ich nun tun? Wie kann ich mich vorbereiten auf sein Kommen zu mir? Wie kann ich ihm mein Herz öffnen? 3 Besonderheiten in der Darstellung der Ikone geben darauf eine Antwort. Es sind die 3 Figuren, die kleiner gemalt sind als die sonstigen Figuren der Ikone. Da ist zum einen die Figur, die ihre Kleider auf dem Weg legt. Dann ist da die Figur, die sich im Arm einer Frau befindet. Und eine 3. Figur schließlich klettert im Baum im Hintergrund. Die 3 kleinen Figuren sind wie eine Art Platzhalter für mich, um mich selbst in die Geschichte zu begeben. Ich werde Teil der Geschichte und der Ikone. In dieser Folge unserer Reihe beschäftigen wir uns mit der Figur, die von einer Frau im roten Gewand auf dem Arm gehalten wird. Schauen wir uns das einmal genauer an. Viele Menschen sind am Wegesrand und sehen Jesus in die Stadt einziehen. Einige legen ihre Kleider auf den Weg, andere schneiden Palmblätter von den Bäumen, um sie auch auf den Weg zu legen. Die Jünger stehen am Rand und sehen zu. Sie diskutieren, schauen sich an und wundern sich, was hier geschieht. Und ebenso die Menschen aus der Stadt, die Jesus auf dem Esel reiten sehen. Und eine Frau hält die kleiner dargestellte Figur im Arm. Geborgen wird sie gehalten. Ich schlüpfe in die Rolle der Figur auf dem Arm der Frau. Und schon bietet die Ikone mir mit dieser Figur eine Antwort auf die Frage, wie ich mein Herz öffne, um Jesus zu empfangen. Die Ikone bietet mir an: Lass dich geborgen in der Gemeinschaft tragen und sei im Dialog mit anderen Menschen. Rede mit ihnen, zweifle mit ihnen, bete mit ihnen, glaube mit ihnen. Gott kommt zu mir als einzelner Mensch und doch brauche ich die Gemeinschaft. Denn ich bin verbunden mit anderen Menschen. Ich lebe mit ihnen, helfe ihnen, teile meine Sorgen mit ihnen und freue mich mit ihnen. Glauben braucht Verbundenheit mit anderen Menschen, so wie die kleine Figur im Arm der Frau verbunden ist mit der Menschengruppe, von der sie getragen wird. Getragen und geborgen in der Gemeinschaft. Darauf darf ich vertrauen. Herz öffnen. Impulse zu Advent in 6 Teilen. Teil 4: Geborgen in der Gemeinschaft. Um alle bereits erschienenen Teile der Reihe anzuschauen, klicken Sie hier.